Yo, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Star Wars Battlefront. Ich will euch nur eben mal zeigen, was ich hier so habe. Also die Kontaktgranate, wie immer, Sprungpack natürlich und die Waffe, die wir in der letzten Folge auch schon hatten. Die würde ich natürlich gerne nochmal nehmen, die RT-97C. Die nehmen wir einfach nochmal und dann gucken wir mal, was so geht. Spiel gestartet, okay, ich trete gerne bei. Wendepunkt Friedhof der Giganten. Wir sind wieder auf Jakku unterwegs. Starten und hoffen, dass wir siegen. Sieg ist unser. Bisschen müssen wir noch warten hier. Auf jeden Fall schaut sehr nice aus auf dem Planeten. Geht's jetzt mal los hier? Warten sie alle schon. Hallo. Jetzt geht's los. In den Krieg. Oh, hier haben wir das erste Ding. Hoffentlich was Geiles. Naja, ist alles gar nichts. Müssen wir mal kurz noch warten hier, dass wir nicht gleich gekillt werden. Erobert die Kontrollpunkte. Gleich erstmal Volltreffer. Den haben wir. Nein! Oh, die Waffe. Die wollte ich mir auch schon öfters mal kaufen, aber die ist, hat, glaube ich, eine saugeringe Feuerrate. Aber die macht Ultra Damage. Muss ich mir auch mal zulegen, das Teil. Ich habe mir den Bus noch nicht geleistet, weil ich mit der Feuerrate nicht einverstanden war. Für mich muss eine Waffe eine richtig geile Feuerrate haben. Komm schon, komm schon, komm schon. Das ist einer von uns. Vor dem brauchen wir uns nicht fürchten. Oh Mann! Diese scheiß Zielschussdinger. Die sind echt hardcore. Oh, und wieder so weit latschen, ey. Das ist doch kacke. Das ist doch echt kacke. Kommt schon den Punkt da hinten. Wir erhalten einen Kontrollpunkt. Sehr nice. Ey, wie kann der mich denn immer noch treffen hier? Ich sehe ihn nicht, aber er sieht mich ständig. Alter! Wieder der Typ, oder? Das war doch schon wieder derselbe Typ, Alter. Das reicht hier mal langsam. Jetzt haben wir wieder so eine Folge, wo überhaupt nichts geht. In der letzten Folge gut gepunktet und hier suchen wir schon wieder vergebens nach ein bisschen Erfolg. Von hier kommen sie. Wo ist er da? Alter! Das gibt's doch jetzt schon wieder nicht. Das läuft's wieder überhaupt nicht. Vorzeigeeffekt. Komm schon. Hast du ihn? Die haben den, ja. Oh, scheiße, Alter. Das Ding schon wieder hier. Diese räudige Drecksrakete. Ich hasse sie. Oh, shit. Oh, shit. War doch gerade noch jemand. Hinter uns irgendwo hier. Streunern die rum. Es ist geil, wenn man ohne Ziel schießen kann, aber das ist auch mal recht schwer. Oh nein! Bringt natürlich nichts. Glück gehabt, ey. Puh. Kaputt. Sehr gut. Schnell weg. Schnell weg, da hinten laufen sie.
Wieder kein Punkt. Mist. Oh, jetzt müssen wir aufpassen hier. Aber wir müssen eigentlich immer aufpassen in dem Game. Sehr gut. Weggeholt. Da ist noch jemand irgendwo. Oben. Kontrollpunkt wird gesichert. Nicht geholt, schade. Ja, die halten haben manchmal schon echt krass viel aus, ne? Aber es ist unterschiedlich, ob es leicht oder schwer geht. Auf jeden Fall, da oben müssen wir die Basis einnehmen. Fällt mir nicht, dass die in Gegnerhand ist. Haben wir? Ich komme mit, Jungs. Wartet auf mich. Ich komme gerne mit und helfe euch. Das ist ein Teil für uns gewinnen. Oh, nice. Orbitalangriff aber von uns. Junge, pass auf, die kommen von da. Nein! Scheiße. Ja, es waren vielleicht zu wenig Mann, ne? Da müssen mehr hin. Da müssen unbedingt mehr hin. Die suchen sich jetzt natürlich alle den weitesten Punkt, ja, obwohl der da hinten näher dran ist und systematisch vielleicht klüger wäre. Rennen sie jetzt alle gerade durch. Von da, wo alle Gegner kommen, rennen sie jetzt alle hin. Anstatt jetzt hier den, der vielleicht ein bisschen unbewacht ist. In Augenschein nehmen. Nein! Kacke! Aber ich hänge. Mann, Alter! Stirb! Pisser! Du stirbst auch, du Pisser! Was haben wir hier Schönes? Endlich mal ein schönes Geschenk. Jetzt müssen wir es nur noch sinnvoll einsetzen. Und da wird es problematisch. Komm, hause weg, einen haben wir. Wie kommt man da hin? Da hinten müssen wir hin, Alter, schnell. Wie viele Gegner sind da noch? Komm, sitz! Sitzt natürlich nicht, das Ding. Junge, geh mir aus den Augen hier. Ich muss alles sehen. Oh, scheiße, ich bin eingekesselt hier. Schon überall die Pisser. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Du hast einen Kumpel? Wir haben einen Kontrollpunkt übernommen. Komm, heil dich, komm, heil dich. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Noch jemand da? Da hinten. Scheiße, den kriege ich nicht. Alles verraucht. Verrußt hier. Aber wir haben sie geholt, glaube ich. Nicht schlecht, nicht schlecht, Leute. Kommt schon, kommt schon. Oder hinten sind sie. Kein Nahkampfangriff. Wo sind sie denn? Shit. Irgendwas Schweres, Leute? Er ist voll reingelatscht. Oh, jetzt werfen wir. Ja, genau, Mann. Genau, komm mit die schweren Dinger hier. Nein! So eine Kacke.
Und ich krieg keine Punkte dafür. Ist einfach nur herrlich. Keine Punkte kriegt. Mann! Alter, die Waffe muss echt Damage machen. Auch aus der Entfernung. Muss sie echt reinprügeln. Die muss richtig knallen. Gleich haben wir es geschafft. Holen wir uns den letzten Kontrollpunkt. Machen wir doch. Wir sind auf dem Weg. Alter, wie viel rennen da rum? Und ich krieg's ja alle nicht. Da wäre eine. Die Thermal Employer Granate, wie die Dinger sich schimpfen, wäre da geil gewesen. Die hätte jetzt 3 oder 4 mit einem Schlag weggeholt, Alter. Das wäre richtig cool. Oh, nicht schon wieder das Ding da hinten. Scheiß Roboter, ne? Die prügeln so dermaßen rein. Ich rette euch, Freunde. Gleich gehört der letzte Kontrollpunkt uns. Wir sind dabei, ihn einzunehmen, Leute. Wir sind dabei, ihn einzunehmen. Wir werden es auch schaffen. Hammer, Hammer, Hammer. Mist! Jetzt kommen sie wieder von hinten. Dann versteck dich, Kumpel! Dann versteck dich doch einfach! Wenn du es schaffst. Wenn du es schaffst, versteck dich, Junge. Vorsicht, da hinten, da lungert noch irgendein Gegner rum. Da lungert noch irgendeiner rum. Achtet auf feindliche Truppenbewegungen. Ich glaube, hier drin ist jemand. Menno! Menno! Einfach nur Menno! Und schwupp! Hui! Da sind wir schon. Komm, da helfen wir mit! Zeig den nochmal, Kumpel. Der zeigt sich nicht mehr. Shit. Also weit fliegt das Ding nicht. Mist. Oh Mann, die letzte Base ist immer heftig. Oh, oh. Oh nein. Nein, 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 nein. Oh Mann, Alter. Die Dinger kannst du echt so gut wie nicht entkommen. Die treffen dich meistens immer. Nur wenn du direkt in der Nähe irgendwo was hast, wo du dich verstecken kannst, dann geht's. Aber wenn die, wenn du mitten im Prärie, in der Prärie stehst und nirgendwo irgendwas ist, wo du dich verstecken kannst, hast verschissen. Dann hast du echt verkackt, Alter. Kümmern wir uns vielleicht mal um die, die hier außerhalb sind. Mit der Meinung sind, sie wären cool. Kumpel, bist du tot oder kannst du... Alter, 3 Leute und ich bin wieder der Einzige, der stirbt. Ist immer so. Okay, holen wir uns den letzten Kontrollpunkt. Das sagst du schon seit 3 Stunden, Junge. Seit 3 Stunden sagst du uns das schon. Und er ist immer noch nicht für uns. Hat sich einer selbst getötet. Das war so ein Experte wie ich, der da mit den Flugobjekten einfach mal so einen kleinen Selbstmord macht. Shit! Alter! Die Scheiße, also die Dinger sind echt mega geil. Die hauen auch richtig rein. Die machen richtig krass Damage, ja. Wenn du die hast, hast du auf jeden Fall ein paar Kills sicher. Aber wenn die Gegner den haben, dann ist scheiße. Dann ist bekanntlich scheiße. Weil du kriegst sie auch schwer kaputt. Ich möchte das hier. Flugobjekt, verzichte ich drauf. Warum kann ich das nicht holen? Lol, weg. Ist einfach weg. Gibt's nicht mehr. Scheiße. Wir erobern den letzten Kontrollpunkt.
Naja, wir versuchen es auf jeden Fall. Aber hier wird doch wieder gern gesnipert. Auch sehr gefährlich. Ja, wir haben es geschafft. Nice. Auch wenn wir relativ oft gestorben sind, wir müssten trotzdem relativ geil sein. 22-13, naja, es geht, oder? Es geht, es ist nicht allzu schlecht, auch nicht allzu geil, aber naja. Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte einen Daumen hoch da. Oder dann sehen wir uns oder hören uns hoffentlich in der nächsten Folge. Ich wünsche euch schöne Weihnachten, schöne Feiertage, wie auch immer. Frohes Neues, bis dann, ciao.